Ich erhoffe mir von der Konferenz Inspiration und Impulse für eine Kirche von morgen. Ich hoffe, hier viele Menschen zu treffen, die sich nach dem Neuen und der Verwandlung und Veränderung in der Kirche träumen. Und da wünsche ich mir einfach auch Vernetzung hier und Menschen zu treffen, wo ich Verbündete sehe und sage, ja, es lohnt sich, in der katholischen Kirche sich zu engagieren und diese auch mit zu verändern und zu gestalten. Ich mache durchaus positive Erfahrungen. Ich mache auch Erfahrungen, wo es manchmal echt ein Krampf ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, um auch Kirche eben neu zu denken, um neu zu überlegen, wie kann ich Menschen die Botschaft, die ich eben mitnehme, nahebringen. Und es ist nicht einfach, gerade auch im Kontext der Geschichte, was alles passiert ist, wofür Kirche alles ja auch verantwortlich ist und Schuld auf sich geladen hat, da noch zu sagen, ich arbeite hier. Aber ich glaube, die Botschaft, die dahinter steckt, die motiviert mich. Es motiviert mich, dass Menschen dabei sind, die in die richtige Richtung gehen, die Menschlichkeit leben. Und das ist für mich das Große, was mich motiviert, auch weiterzumachen. Leben in Fülle ist für mich hier der Schlüssel, weil ich glaube, dass wir uns alle sehnen. Wir sehnen uns nach Glück, nach Zufriedenheit, nach innerer Erfüllung. Wir sehnen uns nach Wachstum. Wir sehen uns nach Schönheit und ich glaube, wir sehen uns nach Tiefe, nach Spiritualität und nach dem großen Geheimnis des Lebens, das wir am Ende doch Gott nennen und zu dem wir eine Beziehung aufbauen möchten und beten wollen. Wir merken, Kirche hat eine wichtige Rolle in dieser Gesellschaft zu spielen und Kirche hat das Potenzial. Kirche kann eine starke Organisation sein, wenn sie professionell ist und wenn sie das Why, und wir haben heute an dem Why gearbeitet, das ganze Wochenende, in die Welt hinausträgt. Kirche ist da für Solidarität, Kirche steht für Nächstenliebe und das wissen die Menschen auch. Die Missbrauchsthematik und die Krise sind zu Recht in der Öffentlichkeit und müssen aufgeklärt werden. Aber die Message, die Christinnen, die hier vor Ort sind, in die Welt tragen wollen, das ist eigentlich das Wichtige und Zentrale und das sollte jetzt auch in die Welt gehen. Ich hoffe mir drei Effekte. Einmal die Teilnehmenden selber, dass sie Kraft tanken, indem sie feststellen, dass so viele Menschen engagiert in der Kirche tätig sind. Zweitens, dass die Menschen sich vernetzen, weil wenn wir immer weniger werden, müssen wir in Netzwerken denken und arbeiten. Ja, und drittens, durch die Workshops kriegen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ganz konkrete Handlungsempfehlungen und Arbeitshilfen an die Hand und dass sie die in ihrer Gemeinde dann eben segensreich umsetzen. Wir haben hier Kreativitätsmethoden kennengelernt und sind mitten dabei. Es macht richtig Spaß, sich zu überlegen, wie geht eigentlich Kreativität, wie finden wir das Neue, neue Ideen. Also ich bin gekommen, weil ich einen Workshop gegeben habe und ich habe einen Workshop über TikTok und Instagram gemacht und ich hatte mir da erhofft, dass da ein paar Menschen drin sitzen, die einfach total Lust drauf haben, auch nochmal Social Media und Kirche zusammenzudenken. Das war auch der Fall. Sehr viele kreative Menschen und es ist irgendwie so eine voll schöne Stimmung, weil alle Menschen so mit dem gleichen Ziel irgendwie hier sind und alle voneinander lernen wollen und voneinander hören. Ich habe schon mehrere Menschen getroffen, das ist nicht nur in den Workshops oder in solchen Fachseminaren, sondern auch oft zwischen den Kaffeetassen oder Kuchenblechen, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt und merkt, die brennen genauso für die Sache und haben da Lust drauf. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, nicht die wissenschaftliche Ebene, sondern die Botschaft, wir sind nicht alleine und wir gehen alle weiter und versuchen, diese Kirche weiterzubringen. Ich habe wunderbare Menschen getroffen hier. Ich habe Inspiration bekommen. Ich habe jetzt die geistliche Nahrung bekommen, heute auch nochmal richtig Futter. Mitgeben würde ich Ihnen am liebsten: entspannt euch zutiefst. Gott ist mit euch.